gleich steigen wir in ein Gruppenspiel. Jetzt gleich tritt die mexikanische Nationalauswahl zu ihrem ersten WM-Gruppenspiel an. Was meinst du, Buschi? Können die Mexikaner frei aufspielen? Können schon. Ob sie es auch tun, weiß ich nicht. Manni, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, safety first. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Dani Alves. Können Sie die Flanke verwerten? Paulinho. Das wird Abstoß geben, nachdem der Ball da über die Torauslinie fliegt. Luis Gustavo. Paulinho. Das sieht nach einer guten... Der Assistent entscheidet abseits. So, jetzt überlegen Sie doch mal, möchten Sie in so einer Situation der Entscheider, der Schiedsrichter sein? Der Assistent, der macht alles richtig. Er hebt die Fahne. Gutes Auge. Fred. Ja, das ist nicht nur Teamwork. Das ist auch die Souveränität der Einzelspieler. Paulinho. Dos Santos. Der kann alles am Ball. Guardado. Ache. Jesus Zavala. Der Ball läuft wunderschön und sie suchen die Lücke. Salcido. Oscar. Er will ihn haben, den Ball. Kriegt er ihn? Achtung, er macht Tore in Serie. Und jetzt! Ecke für Brasilien. Bilderbuch, aber auch eine super Parade. Brasilien mit dem Eckstoß. Nicht abprallen lassen, nicht fallen lassen, festgehalten. Super. Paulinho. Wenn man da in die Augen schaut, dann hat er schon ein bisschen Angst gehabt, aber im Endeffekt ist es gut gegangen. Dos Santos. Oscar. Ache. Jesus Zavala. Das ist klasse gemacht, wie sie sich den Ball hier hin und her spielen. Bällchen ist noch heiß. Luis Gustav. Neymar. Die verstehen sich blind. Oh! Klasse gehalten vom Keeper. Und das war nicht einfach. Ecke für Brasilien.
hat nicht viel gefehlt. So, und auch hier kann man wieder deutlich erkennen, es zahlt sich aus, wenn man Standardsituationen wie Ecken übt. Das war ein guter Versuch. Javier Hernandez. Fred. Brasilien bekommt den Freistoß. Dani Alves. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Die Chance! Guardado. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Es steht 0:0 zur Pause. Und jetzt hoffen wir auf die Offensivspieler beider Mannschaften. Ich frage mich schon die ganze Zeit, warum steht es unentschieden? Da ist viel Glück dabei. Ja, und Unfähigkeit auch der Stürmer, denn ein, zwei von diesen... Jetzt also die Auswechslung, das gute Recht des Trainers, nochmal was Neues auszuprobieren. Vielleicht gibt es hier doch noch den entscheidenden Treffer. Anstoß zu Beginn der zweiten Hälfte. Hulk. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Ja, so leichtfertig darf man sich hinten in der Verteidigung nicht verhalten, auch wenn das gerade abseits war. Luis Gustav. Und dieser Ball soll auf Hulk gehen. Der könnte passen. Dos Santos. So sieht das der Trainer gern. Luis Gustav. Fred. Dos Santos. Da hat er abseits gepfiffen. Jetzt bringt der Trainer einen neuen Spieler. Er will noch mal frischen Wind haben im Team. Das Führungstor muss her. Er lässt das Spiel weiterlaufen. Vorteil. Absolut richtige Entscheidung. Ja, da kommt was auf uns zu. Und jetzt haben sie die Chance. Die Abwehr ist ganz konzentriert. Keine Gefahr. Marquez. So zerstört man das Angriffsspiel des Gegners. Zu früh gestartet. Abseits. Wollen jetzt das Führungstor ohne Frage und eine Auswechslung soll dabei mithelfen. Jiménez. Ramirez. Marcelo. Neymar.
Ja, das muss Abstoß geben. Es wird noch mal eine Auswechslung geben. Vielleicht soll der Gegner noch mal ein bisschen verwirrt werden. Er bringt einen neuen Spieler. Oscar. Hernanes. Jetzt gehen sie aber Risiken ein da hinten. Aber hier nochmal ein Glück. Abseits. Oscar. Dos Santos. Guardado. Héctor Herrera. Er rennt und rennt und rauf und runter und will gar nicht aufhören. Als wenn du den aufgezogen hättest. Ja? Er läuft und läuft und läuft. Einwurfmöglichkeit. Nicht so weit weg vom gegnerischen Tor. Frische Kräfte braucht das Spiel. Es wird ausgewechselt. Jiménez. Das war schwach gemacht. Es gibt Einwurf. Vielleicht fällt hier doch noch der Siegtreffer. Und vielleicht ist der Trainer mit der Auswechslung erfolgreich. Will jetzt hier vielleicht noch ein Joker-Tor. Javier Hernández. Und er sucht Neymar. Er attackiert ihn. Er will den Ball. Sauber geklärt. Jesús Zavala. Guardado. Jesús Zavala. Héctor Herrera. Ein guter Pass, aber der Verteidiger steht genau da, wo er stehen muss. Tor könnte das Spiel entschieden worden sein. Was für eine Dramatik, was für ein Hitchcock, was für ein Thriller. Da wird sich so mancher Fan auf der Tribüne gefragt haben, wieso sitze ich eigentlich hier? Aber jetzt wissen Sie es, der Bann ist gebrochen. So, für einen Angriff reicht's noch, der könnte Ihnen jetzt noch den Ausgleich bringen. Auch so kann man sich befreien. Damit ist das Endergebnis klar. 1:0.